Weil es nicht traurig ist, rückwärts runter zu springen. Tu es! Spring! Yeah! Warte, nein, jetzt aber! Juhu! Okay. Hast du den Zieh angehauen? Na, ein paar Füße verloren, aber sonst ist alles in Ordnung. Leute, erstmal ahoi und willkommen zu einer Unterwasseransage hier mit unserer kleinen Unterwasserfolge als Babys hier in Minecraft. Yeah! Flo, unsere Mama schläft noch, oder? Ja, die pennt noch. Wollen wir sie wecken? Komm, wir werfen Schlamm auf ihr Schlafzimmerfenster. Yeah! Warte mal, das ist dein Fenster, oder? Nein, das ist mein Zimmer. Das ist dein Fenster. Ja, Leute, wir sind hier wieder bei unserem kleinen Zuhause. Und ich muss euch mal kurz zeigen, wir haben hier unten nämlich eine richtig hübsche Grotte. Das ist nämlich meine Feengrotte. Die fand ich richtig süß. Und der Flo darf hier nicht rein. Hopp, hopp! Ich hab gesagt, weg mit dir! Na, warte, dass du wegkommst. Yeah, ich muss jetzt erstmal baden gehen von deinem ganzen Schlamm, von deiner kleinen Schlammattacke da. Wollen wir was zum Frühstück essen? Oh, wieso tust du mir das an? Yeah, essen! Yeah, Schlamm essen! Schmackhaft! Schlammsuppe. Ich habe echt Hunger. Ich muss schmecken hier, der Kühlschrank ist leer. Oh nein! Ja! Wir haben wieder nichts zu essen. Warum kümmert sich denn niemand um uns? Ja, das ist Plastik, das ist Dekoration. Oh. Ja. Nice. Und Nukesflaschen, guck mal, wir können Milch trinken. Wir sind noch Babys, warte. Ach, ja, lecker. Ah. Oh, Leute, da sehe ich gerade auch schon den berühmt-berüchtigten, den einzig wahren, den wunderbaren Easy Mouse Punk Shop. Oh, yeah. Wo ihr richtig nice Designs findet, habe ich gehört. Also schaut da gerne mal rein. Ja? Oh my God. Ja, oh my God. Okay, Leute, ich würde jetzt mal gucken, was mit unserem Hund los ist. Spaghettolino. Spaghettolino, was machst du hier draußen? Hier ist deine Schokoflasche. Ja. Spaghetto-Nase. Keine Ahnung. Du kannst auch was zum Frühstück kriegen. So. Und ich will mir jetzt auch eine Flasche holen. Hier vorne, das ist meine. So, alles klar. Warte, ich gucke jetzt auf die Schlamme, Mann. Was? Ist das unsere Mama? Ich glaube, die sucht uns, Flo. Hey, wo ist die eigentlich? Draußen. Sie ist im Garten. Sie holt wahrscheinlich gerade Gemüse. Hallo, guten Morgen, Mama. Ha? Ich fahre jetzt los. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Was? Ich hab's vergessen. Hast du es gemerkt? Nee, ich hab's überhaupt nicht gemerkt. Erstens, macht keinen Fremden auf. Zweitens, keine Cola mehr nach 3 Uhr nachmittags. Was? Ich weiß nicht, ob ich mich daran halten kann, Flo. Drittens, ihr müsst alles tun, was die Babysitterin euch sagt. Warte, Babysitterin? Babysitterin? Wieso Babysitterin? Wir sind doch keine Babys mehr. Apropos, die Babysitterin müsste gleich da sein. Benehmt euch. Oh nein, können wir nicht mal alleine zu Hause bleiben? Wir ertränken uns doch heute nicht im Pool. Ah, was? Den Hund muss ich leider mitnehmen. Wir sehen uns heute Abend. Wieso denn? Nur weil wir den Hund immer Milch füttern? Der macht also, das. Ich weiß nicht, was gut ist. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist. Es tut mir leid, Spaghettolino. Ist sie. Nein, unsere Mama fährt jetzt. Da fährt sie. Tschüss, Mama. Wir sehen uns denn. Tschüss, Spaghetto. Tschüss. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde weinen. Meine kleine Schlammgrube. Warte, ich brauche was zum Frühstück. Ich habe halt echt Hunger. Ich kann mir hier Mais. Ja, beiß halt ins Plastik. Er ist jetzt hier einfach rohen Mais. Mir doch egal. Ich gehe jetzt erstmal an meinen Computer eine Runde zocken. Unsere Mutter hat nichts gesagt, dass wir nicht zocken dürfen, oder? Ach, stimmt, nur Cola. Nur keine Cola, aber ich kann den ganzen Tag zocken. Oh? Warte. Ist das die Babysitterin? Ich gehe schon hoch. Meinst du, die lässt uns spielen? Oh, warte mal. Oh, ich habe so einen Hunger gerade. Ich, komm her. Guck her. Flo? Nein, guck mal. Das ist die Babysitterin. Ey, die bin Drohte. Du getrunken? Ihr seid doch keine Babys mehr. Was, ich darf meine Flasche nicht trinken? Wieso das denn nicht? Wieso? Hört mir jetzt genau zu. Ich bin eure neue Mami. Zumindest für heute. Okay. Flo, die macht mir Angst. Es wird gemacht, was ich gesagt habe. Haben wir uns verstanden? Okay. Ja, einverstanden? Ja, okay. Zuerst einmal gebt mir euer Taschengeld. Warte, was hat die da? Was? Die hat einen Schlagstock in der Hand, Flo. Aber das ist unser Taschengeld. Na, wird's bald? Aha, Flo, mach sie nicht aggressiv, mach sie nicht aggressiv. Oh nein, nein, nein. Ah, warte, okay, ja, ich geb dir mein Taschengeld, Flo. Wir müssen ihr das Taschengeld geben. Warte, ich muss zu meinem Geheimversteck. Hier durch. Okay. Ich hab hier, das darf niemand sehen. Mein Geheimversteck hier beim Duschen, weil da geht nein, Flo nämlich nie hin. Gespart. Weil der duscht nämlich nicht. So. Ja, in der Mädchendusche nicht. Ja, wir haben nur eine Dusche im Haus, Flo. Und eine Badewanne. Die ist immer noch da. Ja, die Babysitterin wird auch nicht so schnell weggehen. Was hast du dein Geld geholt? Da unten. Okay, komm, wir holen noch schnell dein Geld, sonst wird die bestimmt noch sauer. Ich hab schon. Hast du schon? Okay, wunderbar. Hier ist unser Taschengeld, Frau Babysitterin. Da, bitte.
Ich habe noch nie eine Babysitterin kennengelernt, die unser Taschengeld geklaut hat. Warte, ich gebe ihnen ja schon alles. Ist ja gut. Oh nein. Okay, wir haben... Können wir jetzt am Computer spielen gehen? Sehr schön. Ich bestelle davon Pizza. Ihr dürft jetzt spielen gehen. Yes! Nice! Ich bin oben. Ich bin im Pool. Wo ist eigentlich mein Tablet? Oh nein. Habe ich es hier? Nee. Hier? Nein, das sind meine Unterhosen. Dann springe ich eben hier wieder runter. So, dreifacher Salto, Kopfüberschlag und fünffacher Furz. Alles klar? Und... Warte, was? Au. Ja, fast. Meine Beine. Wasser. Hörst du das? Ich kann nicht mehr. Was? Hier ist Ihre Pizza und Ihr Wechselgeld. Warte, der Pizzabote ist da. Flo, hilf mir aus dem Pool raus. Guck. Okay, behalten Sie das Geld. Bitte bringen Sie mich nicht um. Oh mein Gott. Flo, sie will den Pizzaboten umbringen. Yeah, guck. Ja? Oh nein, warte, ich komm. Ist er noch da? Hat sie ihn getötet? Wo ist sie? Warte, da vorne ist sie. Sie hat die Pizza, glaube ich. Hey, warte, ich will auch richtig Pizza. Ich hab voll Hunger. Ja. Drei Pizzen. Oh, lecker. Guck mal, sie hat sich das mitgestellt. Oh, sieht das gut aus. Ja, das finde ich auch. Die sehen wirklich gut aus. Welche ist denn für mich? Welche ist denn hier vegan? Ich nehme die rechte. Was guckt ihr so? Ihr bekommt davon nichts ab. Au. Hä? Sie hat... Entschuldigen Sie, Sie haben drei Pizzen bestellt. Wir machen gleich einen lustigen Ausflug. Und davor dürft ihr 2 Stunden nichts gegessen haben. Ich will auch was. Nein, Flo, nicht weinen. Oh nein. Holt euch eure Sachen. Ich fahre das Auto vor. Warte, sie will alle Pizzen für sich alleine haben? Oh. Ich will auch. Ich habe solchen Hunger. Oh nein. Oh, ich hol kurz meine Sachen. Ich frag mich, wo sie hinfahren will. Tulumeadorf. Keine Ahnung. Warte, yeah, was? Wir machen Picknick. Ha? Ha, was ein Spaß. Das wird mein Abendessen. Ah, wir essen was zum Abend. Karotten? Oh, warte, sie hat gerade geschossen. Was macht sie da? Hä? Warte, was? Nein! Sie schießt die Rehe an. Flo, wir müssen sie retten. Wir müssen sie retten. Schnell. Nimm dir eins. Nimm dir eins und dann lass uns wegreiten mit denen. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, sie schießt die alle an! Oh nein, war das ein furchtbarer Ausflug. Ich hab Hunger. Das war schrecklich. Du hast Hunger nach dem, was wir gerade gesehen haben? Unsere Mama ist immer noch nicht da, Flo! Das kann doch nicht wahr sein. Hör, die ist das Fleisch roh. Oh nein, sie isst die armen Rehe auf. Warte, ich will jetzt wenigstens Fernsehen, okay? Es ist jetzt noch gar nicht so spät, oder? 18 Uhr? Okay. Fernsehen! Jetzt hier. Oh mein Gott, ja. Ey, du hast schon was Cooles angemacht. Was denkt ihr, was ihr da tut? Du bist im Bild. Ja, stimmt, du bist im... Flo, wir kriegen gleich wieder Ärger. Hä? Es ist 18 Uhr, Zeit fürs Bett. 18 Uhr? Hä, um 6 Uhr abends sollen wir schon ins Bett gehen? Oh nein. Flo, das darf doch nicht wahr sein. Hoch mit euch, habe ich gesagt. Ah, ist ja gut. Oh mein Gott, lauf. Ah, schnell. Du komm. Oh mein Gott. Ja, ich mach zu, ich bin in meinem Bett. Alles gut, ich liege. Ja, Warte mal, ist sie noch da? Flo? Was machen wir denn jetzt? Es ist erst 18 Uhr, ich kann doch noch nicht ins Bett gehen. Ich kann doch nicht schon um 6 Uhr abends schlafen. Was machen wir? Party? Im Haus, stimmt. Aber da sieht sie uns vom Fenster aus. Warte, ja, lass mal gucken, was sie macht. Okay, sie ist nicht hier. Ist sie im Geheimzimmer? Oh, nee, sie ist auch nicht hier. Bei der Waschmaschine ist sie unten. Ups. Pass auf. Oh mein Gott. Okay, hinsetzen oder hinlegen. Okay, so ist es in Ordnung. Was macht sie denn da? Hä? Mal sehen, was die sonst noch so hier haben. Flo, was hat sie da vor? Oh, sie ist gerade über die Couch gesprungen. Was guckt sie denn? Was macht sie da? Weiß ich nicht. Ha! Schmuck, der wird mir gut stehen. Die klaut. Die klaut den Schmuck von unserer Mama. Das darf sie doch nicht. Oh mein Gott. Wo hat sie eigentlich diese Babysitterin gefunden? Ich muss mal zur Toilette. Warte, kommt sie denn nach oben? Nee. Hä? Bei unten ist doch gar keine... Warte. Setzt sie sich da gerade auf unser Waschbecken? Die hat in unser Waschbecken gemacht. Ah! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ist ja eklig. Was macht die denn? Warte. Besser. Was ist das? Hä? Wie, was ist das? Oh nein. Nein, ich glaube, sie hat mich gesehen. Ich weiß. Oh nein, er hat mich gesehen. Warte, was?
Meinen Sie jetzt dich? Hey, wer? Wer hat hier wen gesehen? Schnell weg hier! Hey, ja, mach, bis du wegkommst! Hau ich dich ab! Weiß ich auch nicht. Was? No! Was? Hier kommt euch jetzt hier der Keller an unser Haus! Nein! Warte, den meinte sie mit gesehen, oder? Wer hat sie da? Oh nein, warte, ist er noch da? Oh, da hinten läuft sie! Da hinten läuft sie! Ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er kommt. Nein, er ist nicht weg. Er ist nicht weg! No! Nein! Wie haben wir denn jetzt den Aua? Oh mein Gott! Nein! Wer ist denn jetzt der Killer hergekommen? Hör auf, mich abzuwerfen, Blutstress! Nee, oh mein Gott, ich hab das Schwein getroffen! Leute, das war's dann hier mit unserer Folge von Minecraft. Unser Babysitter ist böse. Das kann man wohl sagen im wahrsten Sinne des Wortes. Like da lassen, bei der nächsten Folge langschauen. Und wir sehen uns bis dahin. Soll ich dir noch allen noch einen wunderschönen Tag? Schaut bei Flo vorbei. Und hasta la pasta!